Willkommen, nein, ein. So, ich habe das jetzt doch da drauf. Und herzlich willkommen zu Diablo 3 Reaper of Souls. Wir sind wieder zurück nach ein paar Monaten, paar, Ja, ein gefühlte paar. Jahren. Und wollen jetzt erstmal mit Teal reden. Das Dingo. Ja, natürlich. Ich glaube, das ist das falsche Jetzt Spiel. wissen wir, dass sich Nein. Maltael in den Ebenen des Wahnsinns aufhält. Dann versteckt er sich ohne Zweifel in der Festung. Maltael kann dort bis zum Ende aller Tage ausharren. Er zwingt uns dazu, zu ihm zu kommen. Er ist ein Feigling, der sich versteckt, bis er stark genug ist, mir gegenüberzutreten. Oh, Zillot. Der einzige Weg zu den Ebenen des Wahnsinns führt durch die Hohen. Rebellion. Wir sollten Ja, sofort der Zillot, der dreht wieder auf. Hat The extra ausgewählt. Muss Mighty erstmal ins Portal Barbarian, gehen. Mann. Was passiert hier? Ja. Ist das nicht der Endboss? Ja. Ja, ich hab keine Ahnung. Ist das schon der Endboss? Ne, das ist noch eine Maid. Von der Schule Saumann. Was reicht uns hier an alles? Oh Gott, ich werde gleich sterben, ich werde sterben. Wie immer. Wenn mich meine alten Meister jetzt sehen könnten. So ein Might of Doom, Mann. Stimmt ja, ich habe ja noch. Oh. Der schon wieder. Den kenne ich doch. Ja! Die, jetzt hat er mittlerweile. Nee. Ich habe in Tausenden von Schlachten an seiner Seite gefochten. Außerdem kümmert es mich nicht, dass er euch und euresgleichen zu vernichten sucht. Er ist krank. Für seine Willen muss er aufgehalten werden. Oh, Gold. Oh nein, ich erinnere mich an das Gebiet, ich hab's gehasst. Ja, ich auch. Dieses Mal besteht aus ist Imperius jetzt 70% Gaines und 30% Licht. Nicht mehr 100. Ja, zuvor waren es ja 65. Oh, Zwischensequenz. Maltaels Versuch, mich von den Ebenen des Wahnsinns fernzuhalten, bestätigt, dass er sich mir noch nicht stellen Ja, will. Mann! Nun werde ich dieses verkommene Ödland durchqueren, wo sich Engel und Dämonen tausende Schlachten geliefert haben. Der Engel des Todes erwartet mich in der Festung des Wahnsinns, auf der anderen Seite. Er wird nicht lange warten müssen. Cool, wir zeigen den Gott von Tod, ey. Was tot ist, wow. Mein PC brennt förmlich. Jetzt schon? Gehäuse, Alter, ich hab Angst, das Gehäuse schmilzt. Meiner, der ist richtig heiß, ey. Meiner Bei ist dem noch, Wetter sogar. Meiner ist Movie noch. Da kann man noch, Ja, wo ist Askafoxy? Den haben wir vergessen. Ja, aber mein PC, da muss voll arbeiten, weil runterladen, installieren und sonstigen Scheiß machen. Ja, was lädst du denn runter? Pornos. Ja, gerade nichts. Ja, sonst, ja, muss meine Pornos wieder runterladen. Und noch mehr. Ey, hallo, da redet. Hab's nicht vor. Das Mini Diablo. Oh, neues Wissen. Boah, was ist das denn hier? Oh, what the fuck. Okay, Meister. Okay, Meister, Schwuchteltyp. Ey, der blendet sich sonst mit seinem Licht, Mann, ey. Muss aufpassen, so. Okay, Mann. Hilfe? Warum sind da jetzt diese fliegenden Hämmer? Das hast du gemacht. Nö. Hä? Den Effekt auf deine Rüstung oder so? Oh, kann go, sein. Go, go. Go, go, go. Ey, dieser scheiß Killstealer, ich sag's euch.
Boah, wo der Effekt gemacht hat, hatte ich einen richtigen Frame-Einbruch, ey. Wie böse. Ey, Mann. Der hat den Kreuzritter vergessen. Ja. Ja, komm direkt zu mir gelaufen, ne? Immer kommen die zu mir, ey. Die packen mir dann Popo, klatschen da kurz drauf und dann hauen die wieder ab. Der hat das Level up. Zähigkeit. Ist nichts Ordentliches dabei. Ah, Mist. Gegen die Wand teleportiert. Oh, erstmal weg teleportiert. Müssen wir da rein? Ne, mit denen sprechen. Ist denn hier noch alles? Gar nicht. Hier ist eine Kiste. Oh, cool. Erstmal holen. Okay, Meister. Das war's einfach zu gesagt. Oh nein, nicht die Stelle. Ach nein, oh. Aber es gibt noch zwei weitere. Oh nee. Auf dem unten liegenden Schlachtfeld finden. Zusammengepfercht mit den Dämonen, die sie einst trugen. Geht zur Ramme. Sobald ihr die Runen habt. Aber Nephalem, ihr solltet wissen, dass ich euch nicht dafür danken werde, wenn ihr Maltael von seinem Wahnsinn befreit. Natürlich werdet ihr das nicht. Das macht euch auch so gespannt. Wartet mal, ich muss mal mein Skill machen. Oh, mein Inventar ist überfüllt. Ich glaube, ich gehe mal was verkaufen. Ich muss mal den Gesicht. Ich nehme jetzt den Schild. Den Schild werfen. Gibt's denn da viel Loot da unten? Loot. Hallo, erst Sachen verkaufen. Loot. Ah. Ich kehre die Stadt zurück. Ich habe so ein Schild gemacht. Tschüss, Aska. Nein, Mann. Ich will nur um das Geld. Jetzt vibriert er schon wieder so voll, mal. Ehrlich gesagt kann ich kaum glauben, dass der Laden noch läuft. Oh, die Waffe ist besser. Mein Anker kitzelt mich. Ich hab voll 30 FPS, Mann. Oha, er hat 30 FPS, tötet ihn. Ich hab genug. So über 60. Aber schwankt auch ganz stark hier in Diablo, komischerweise. Ja. Ja, ist halt Blizzard. Wobei bei Heroes of the Storm haben die ziemlich die Performance verbessert. Oh ja, das war viel besser jetzt. Ich hab gerade Widerstände hier, wo sind die hin? Hab ich doch gerade gesehen. Ach, nehm ich einfach den. Traktor, Mann. Also ich geh schon mal weiter. Nein, warte. Asuka geht einfach durchs Portal. Ja, Mann, ja, explosives Zeug, Mann. Guck mal, Zelle ist vor mir reingegangen, aber kommt später raus. Hat bestimmt noch einen Abstecher gemacht irgendwo. Ja. Ups, das ist ja teleportieren. Oh nein, nicht diese Viecher, die hasse ich. Ich weiß. Ey, cool, irgendwelche Bossgegner. Hilfe! Ein würdiges Opfer. Bleib mal hier hinten, ne? Mir zu gefährlich da vorne. Oh, eine Nachricht von Kane. Oder wie heißt er? Doch, Kane ist. Ich habe eine seltene, mächtige Zweihandwaffe gefunden, die 1200 Schaden macht. Gib sie mir. Nein, ganz bestimmt nicht. Außerdem macht die 1300 Schaden. Schaden machst du eigentlich gerade so, Asuka?
Von den Werten her. Moment, man hat gerade ein komisches Geräusch gemacht. Aufnahme gestoppt. Oh, was? Cool. Exklusives Zeug bei Foxy. Cool, Mann. Hast du jetzt wieder gestartet? Ja. Ja, dann immer noch. Wie viel Schaden machst du von den Statistiken her? Keine Ahnung, Mann. Okay, dann siehst du es. Ah, ich mach Schaden 28.000. Was? Ich mach mehr Schaden als du? Ja, du bist auch ein DDler, Mann. Genau. Aber ich bin zwar ein, zwei Level unter dir. Ja und? Ein, zwei. Ach, kann man nicht 100.000 Schaden. Alter, ich bin ja nur da, um was auszuhalten, Mann. Warte, nein, Profil ansehen. Guck mir jetzt einfach dein Profil an. Was sind das denn für komische Karten? Die kamen nicht rein. Und werden größer, oh mein Gott. Die kleinen Wichser. Du machst 24.000 Schaden. Alter, das hättest du nicht sofort sagen können oder so. Ist er tot? Aua. Warte, lass mal schnell Pause machen, da kann ich noch schnell was machen. Ich lass durchlaufen. Ich bin jetzt zu faul. Weil ich muss. Ja, dann müsste der Fox wieder schneiden. Ja. Ja, okay, Minuten. dann. Hast noch 11 Minuten. Aber ich hab nur 10 Nein, Minuten. Ich hab 11 Minuten. Warum hast du 20 Minuten? Ja, lass bei 20 Minuten kurz was machen, dann kann ich schnell hier. Sag mal, mein Ding. Die Demo-Version noch bei Benny Cam oder was? Ja, ich hab das noch nicht aktiviert. Obwohl ich das aktiviert habe. Ah, vorhin. Ja, ich hab das noch davor gemacht. Ich hab dich gewundert, warum du genau bei 10 Minuten da Stopp gemacht hast. Fox, ja. Hast du eigentlich das Video angesehen? Ja, so halt. Aber nur zur Hälfte? Ja. Weil mich das Spiel nicht so jetzt. Vielleicht. Aber so was das berühmt jetzt. Ja, und alle haben es geliebt. Alle, wirklich jeder. Es hat niemanden, der gesagt hat, war jetzt nicht so gut. Pass auf, da kommt so ein Kommentar von einer X Person, die heißt. Frank und dann hast du ein Problem mit dir. Was? So. Da kommt ein Frank daher und sagt so, ja Mann, du bist voll cool. Lass mal Videos machen. Hilfe. Wir müssen übrigens nach oben, steht da. Auf meiner Karte. Ja, so der falsche Weg, den ihr da läuft. Ich bin ja, nur dem Mob gefolgt. Ich bin nur Aska gefolgt. Lol. Ja, das war ja da. Ja, und ich bin meiner Intuition gefolgt. Ja, die war scheiße. Wer hätte gedacht? Oh, erstmal irgendwo reinlaufen. Neues Ereignis. Oh. Oh, ich hätte nicht die Zeitfalle deaktivieren sollen, oder? Oh, scheiße. Ja, dann stirb auf. Bist du jetzt nicht in der Zeit eingefroren gewesen? Nein. So wie in dem Statusfeld von Seratul? Oh, das ist so kacke, dieses Feld. Er macht das und was macht er? Er sperrt unser ganzes Team einfach darin ein, weil jeder da reinläuft. Das war ja so geil, alle sind eingesperrt. Unser ganzes Team ist eingesperrt, nur Zeratul nicht, weil er davon nicht betroffen ist. Ja. Hat unser ganzes Team einfach. Ey, ohne Scheiß, damit kann man richtig gut spawnen eigentlich. Ja. Bist du mitten in so einem Dings da und mitten in so einem Ereignis. Und dann sein ganzes Team ist da, machst das Feld an und dann regen die sich voll auf. Oder wie ist damit richtig die Zitadelle angreifen? Wo lang geht's denn? Ja, die Karte, wie kann man die denn nochmal kleiner machen? Oder größer? Ja, so. Okay. Bei Tab kannst du sie größer machen. Ich denke mal hoch einfach. Weil unten ist nichts mehr. Ja. Die Intonation von Asgard uns wieder fehlgeleitet. Die Intuition. Ja, guck, die Intuition von Asgard orientiert sich nach unten auf der Karte, die noch nicht entdeckt wurden. Guck mal, hier ist sogar eine Treppe. Was dachte ich, hier ist ein Pikmin so. Als. So ein umgedrehter Pac-Man. Und Engel. Kommt ihr mal hierher? Huch, was habt ihr gemacht? Ja. War mit? Belagerungswaffe repariert, was habt ihr gemacht? Mit Chris? Oh, Alter. Wir sind super gut. Ich hab keine Ahnung, was wir gemacht haben, aber wir sind super gut.
Ja, wir sollten mal. Ich geh mal nach oben und ja, mach das mal. Wir kämpfen dann gegen den Typen. Genau. Keine legendären Sachen. Erstmal gehen. Okay. Na, das sieht trotzdem aus wie so ein. Erstmal kommt sie dort angewirbelt. Der Berserker in Skyforge kann das auch. Der kann das auch durchgehen. Ich hab mir heute noch ein bisschen angeguckt. Das sieht eigentlich ganz geil aus, das Spiel. Ich wohne mit Skyforge. Ja, ich lade mir auch momentan gerade nicht runter, weil. Aufnahmen und so. Aufnahmen und Latenzprobleme. Sind 9,2 GB. Ja, ja. Das ist nicht viel. Ja, wie gesagt, ich hab hier schon eine Menge gespielt. Aber das ist die Beta, ne? Wenn jetzt zum Beispiel Beta vorbei ist, dann sind ja die ganzen Spielstände. Open Beta. Dann müssen ja die ganzen Spielstände wieder weg sein, wie bei WoW halt. Warum wie bei WoW? Das bei Heroes of the Storm auch nicht so. Ja, aber du. Bei MMOs ist das eigentlich so. Nein. Oh. Kannst du ganz mit WoW vergleichen? Das ist ein schlechter Vergleich. Ja, WoW macht aber auch Beta und so und dann ist immer alles weg. Ja, wenn jedes MMO wie WoW ist, dann. Brauchen wir kein WoW mehr. Da müssten alle da müssten alle MMOs gut sein. Ja, weil das ja noch marktführend ist. Trotzdem. Ja, aber ein erneutes MMO wie WoW ist kein gutes MMO. Merkwürdigerweise. Ja, die Beta, dass die halt das zurücksetzen, dass du halt von neu anfängst und so, dass die halt alles deutlich. So war das auch mit der Beta von Elder Scrolls Online. Komm, war das Hauptspiel draußen, waren da alle Charaktere weg. Das meine ich. Ja, aber mal davon abgesehen, davon gab es keine Open Beta und es war nicht Free-to-Play. Du hättest ja einen unfairen Vorteil. Oh cool, wir haben Dimensionsrechte, Wander. Es ist ja ein unfairer Vorteil eigentlich, ja. Wenn die Charaktere behalten würde. Weil die Beta ging ja nur einen bestimmten Zeitraum, davon abgesehen. Okay. Ich wollte sagen, ich hatte irgendwie Angst, können wir da rein? Ja, wir können da rein. Jetzt lass dich das, Lefer in den Portale. Reich der Vertriebenen. Normalerweise müsste sich das eigentlich schließen und dann. Und dann eigentlich neu aufgehen. Sehen wir ja, wenn. Kann ja sein, dass er erstmal lange probiert hat. Ich guck nochmal nach, ob die da was hin. Von wegen Charakterlöschen und so. Jetzt werden unsere Charaktere gelöscht, Mann. Weil, ja, auf jeden Fall, dann höre ich definitiv auf, das Spiel zu spielen. Ja, fängst du an, wenn es rauf. Du kannst ja Wildstar spielen, das ist ja auch jetzt bald. Free-to-play, ja. Ich weiß aber nicht genau wann. Keine Ahnung, wie Asuka und ich werden uns wahrscheinlich Wildstar angucken, oder? Ja, Wildstar wollte ich auch angucken, wie in den Haussystem und so. Das ist ja nicht ganz klar. Aber ja, ich hab mir das ja mal ein wenig angeguckt, aber ich hatte da irgendwie nicht so die Lust dran zu spielen. Und Performance-Probleme hast du doch auch, oder? Nein, das hatte ich nicht mehr. Das hatte ich mir auch mit dem alten PC. Ja, stimmt, das war mit dem der Open Beta da, oder so. Da, mit der Beta, da hatte ich solche Lags und ein Frame-Einbrüche und ja, alles. Das war so schlimm. Aber du hattest ja mal so einen Key bekommen. Ja, ja, ich hatte an sich mal so ein Key, einen habe ich dir ja auch gegeben. Ist das der Ausgang mit irgendwo rein? Was? Habe ich dich, hab den nie benutzt, oder? Ich weiß es nicht. Oha, ein verlorener langer Key. Ich hab grad auch was gekriegt, wo ist das denn? Ach, das kleine Ding hier, ah. Ringer-Dinger-Ding. Kriegt dauernd Begleitersachen, die ich nicht brauche. Ja, ich auch, ich hab die ganze Zeit in meine Kiste verstaut. Die brauche ich vielleicht im zweiten Addon, das rauskommt in 3 Jahren. Von was? Von Diablo 3. Genau. Diablo 4 ist da schon in Arbeit oder nicht? Ja, dann kommt Diablo 4 in 10 Jahren. Ah, oh Gott. Egal, wäre ich Diablo 4 confirmed, weil Diablo 3 halt. Das ist confirmed. Diablo hat alles geplant, Mann. Diablo? Achso. Ja, Foxy Diablo ist der Endboss des Spiels. Ja. Wer ist das? Haben wir denn das Red? Hä, wer ist das? Kann man das essen? Kann wir den? Haben wir den schon mal gesehen? Ist das nicht mein Nachbar, Mann? El Diablo. Oh, scheiße. Wir hätten die einfach sterben lassen sollen. Ja, hätten wir. Ich erinnere mich irgendwie von Dragon Ball, die zwei da in der Hölle. Das war es nicht für so.
Ich muss übrigens noch mal Rainbow weiterspielen. Echt? Ja, und Foxy, was hast du gestern so gemacht, als ich nicht da war? Geschlafen. Keine Schimmer. Er war da, online, ich habe ihn angeschrieben, er hat nicht geantwortet, er antwortet mir dann irgendwie heute um 1 Uhr. Ich habe geschlafen, ich habe ganz Tag geschlafen, ich habe 5 Uhr Scheiß Arbeit gehabt. Ja, aber doch nicht nachts, da warst du doch wach. Okay, hey, Aufnahme zu Ende mal. Okay. Warte, erstmal kurz beruhigen, so noch. Geht schlecht. Ja, aber jetzt nicht weiterlaufen, Mann. Lass mal zurückgehen in die Stadt. Wie? Okay. Ja, wir müssen uns ja fertig machen, Alter. Und tschüss.